Flipper. Immer noch in der Villa hier. So, weiße Farbe brauchen wir immer. Wisst ihr schon, wofür? So. Ist einfach schöner so mit dieser, mit diesem Kontrast. Das Wohnzimmer. Machen wir erstmal nur die Farben heute. Ich versuche ja immer so ein bisschen anders auch ranzugehen. Sonniges Orange. Oder Limone. Limone, nice. Ja, ist mir eigentlich schon wieder zu hell, aber ja. Ist halt so, leider, wenn die Farben im Shop anders aussehen als wie dann hier. Aber das ist der Essbereich, da ist das so ein leichtes Grün, okay. Soll da, glaube ich, beruhigend wirken. Wobei bei dem, das ist eigentlich sehr viel zu grell. Sehr schön. So, hier, guck mal, diese Felder. Bap. Okay, das ist draußen nicht ganz so schlimm. Genau. Erst Farbe dran, dann abwischen. Eventuell können wir sogar sagen, dass wir das hier überall draußen machen. Ja, das finde ich sogar sehr cool. So, Moment, da ist ja immer ein mal zwei hier. Hat ja auch was mit dem Fail zu tun. So. Ups, oh, krass schnell gedreht. Ich musste ja gar keine Fenster putzen bisher. Das finde ich auch mal ganz interessant. Hatten wir sonst immer irgendwie dabei. War auch gar nicht so krass, ja, verwüstet die Hütte, ne? Also viel Graffiti vielleicht, aber sonst. War ich jetzt eigentlich da hinten schon? Ja. Das hier auch machen? Na, ich lass mal. Bei der Garage mache ich es mal nicht. Aber wir haben doch hier noch mehr Eingänge. Genau. Hui, verwinkelte Bude. So, der war jetzt hier komplett, ne? Alles klar. Mach doch mal das Licht an. Ah, da fehlt die Lampe. Gut, ist klar. So, ja, das passt. Nächste Farbe. So, da hätte ich jetzt schon... Ich will mal was probieren. Ich glaube, das passt nicht wirklich. Doch, das geht. Das ist doch eigentlich eher rot. Wo ist denn das Orange? Das hat mehr Rot als Orange drin, würde ich sagen. Hier in die Chill-Out-Area. Mal ein bisschen mit den Farben spielen. Hier wird man sich eher am meisten aufhalten, außer wenn ich lang schlafe.
Und wie gesagt, eventuell verkaufe ich ja die Hütte doch wieder. Wir suchen uns dann nochmal was anderes. Oh, hier, der Türrahmen auf jeden Fall. Warte, den machen wir noch. Der kriegt noch weiß. Das geht gar nicht hier. So ist es besser. Ah, ich überlege gerade, so, einen kürzer trotzdem den Raum machen hier. Dass es hier gleich ist. Okay, das geht. Ich wollte schon gerade sagen, das geht ja gar nicht. Ich glaube, dann bauen wir hier doch nochmal eine Sauna rein. Hä? Geht doch kaputt. So. Also diese Holzpaneele hat mir auch gar nicht gefallen. Schon recht altmodisch irgendwie. So, Moment. Das sieht doch so bestimmt besser, oder? Geht richtig gut. Tschüss. So, jetzt nehmen wir nochmal Farbe. Red. Für mich ist das rot. Wow, finde ich geil. So kann das sein. Nein, warte. Oder wollen wir einfach nur weiß hier in den Gang machen? Nur weil ich es jetzt übrig habe, ne? Machen wir erstmal die Fensterrahmen weiter hier. Yeah! Achso, hier war ja... Das war der Fail-Raum. Mit dem Geldversteck. So. Nur habe ich ja hier alles schon verkauft, ne? Aber ein Sauna neben dem Schlafzimmer ist ja Quatsch irgendwie. So, die wollte ich ja hier so lassen. Das finde ich ganz nice. Könnte mal wieder Tag werden. So, Flur, oder? Ja, machen wir erstmal Schlafzimmer. Was nehmen wir denn da? Sowas hier? Nehme ich jetzt einfach. Ich frage mich echt, wo die hier vorher geschlafen hatten. Ich habe ja kein Bett gesehen in dem Haus. Das war wahrscheinlich bloß ein Start-up-Unternehmen, wo Büros drin waren. Hä, was war das denn gerade? Das war komisch.
So. Das geht doch ruckzuck hier. Dieses Ding da unten nervt mich halt. Ich muss mal was kaufen gerade. Wo war das denn? Da reinstellen kann man's, man kann's draufstellen. Aber guck mal, da kann man sich, hat man keinen Platz mehr, um sich da noch hinzusetzen. Könnte man doch da die Sauna, aber das ist doch Quatsch hier. Das ist doch kein Platz, Alter. Ich glaube, wir bauen da einfach da drüber hier. Ja, ich weiß. Boden. Ah, das würde ich jetzt gerne rückgängig machen. Geht nicht. Was haben wir denn hier für ein Laminat? Das hier? Nee, das ist es gar nicht. Das finde ich so doof. Das, was jetzt hier verlegt ist, gibt es nicht, glaube ich. Das finde ich eh schöner. Egal, was das kostet. Ich glaube, da ist es unnötig, aber egal. Das sieht aber seltsam aus. Hallo, von da? Ach so, hier war ich auch noch nicht. Ja, da müssen wir schauen, wo die Dusche dann steht. So, warte mal, den Flur machen wir doch nochmal in einer anderen Farbe. Stahlgrau nehme ich da jetzt. Cool. Grau ist irgendwie geil. Also so die verschiedenen Grautöne, die es hier gibt. Für die Wände finde ich echt cool. Das behalte ich mir auf jeden Fall mal, wenn ich nochmal umziehe. Dann muss ich auch ein bisschen nur mit Grautönen arbeiten. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben hier mit dem Grün und dem Rot. Aber es ist halt gemütlich irgendwie auch. Ich denke mal, wir können hier vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen. Oh, nee, das ist doof. Wenn dann, nee, den müssen wir zurückmachen. Wand, ich glaube, das gab's hier, ne? Hä? Ah ja, okay. Irgendwie weiß ich nicht. So, Moment. Grau war fertig. Wir brauchen da oben. Weil da müssen wir noch drüber streichen. Pinsel.
So, genau. Und hier schauen wir einfach mal dann, was wir da reinpacken. Ey, das ist eigentlich ganz... Oh, da ist ein Fehler. Eigentlich ganz cool, erst alles zu malen, so wie man es haben möchte. Und dann ein erst einzurichten. Dann kann man sich komplett nur fürs, aufs Einrichten konzentrieren. Oha. Staub! So, Heizung. Ne, Moment. Anschlüsse. Ah, die sind jetzt hier. So, den Kram machen wir jetzt noch. Also alles, was jetzt hier irgendwie fehlt. Sieht auch irgendwie anders aus jetzt, ne? Oh, da fehlt ja noch was. Ne, man kann es nicht drüber stellen. Ja gut, so halb geht's. Ich glaube, das hätte ich jetzt gerne irgendwie noch erledigt. Kriegt man gar nicht so richtig dahin. Da ist es eben unten ein Pissloch. Halt, andere Farbe. Und dann doch. Hallo? So da rein? Warte, das ist falsch, ne? So passt die Farbe. Moment, wir müssen es erstmal irgendwie absetzen hier. Das ist ja auch wieder so typisch von dem Spiel. Hä? Als ob das da jetzt nicht mehr hingeht. So! Alter, der ging doch gerade noch. Weg. Nein. So, das Dunkle nach hinten. So muss das ja richtig sein. Ey, gerade stand er da noch. Wie habe ich das denn hingekriegt? Guck mal, genau draufstellen kann ich es auch. Ich kann es nicht draußen lassen. Hier ist drin. Ich kann dies... Alter. Versteh's nicht. Oh, ey, stell's doch in die Ecke. So, guck. Ist drin, ne? Oh, das regt mich so auf manchmal an dem Scheißspiel hier. Ja, wie soll ich da reinkommen dann, wenn das da steht? Ah! So, irgendwie muss es gehen. Es war doch gerade auch schon da, Mann. Nur wegen den Fasern, der Maserung, weil die nicht gepasst hat.
So, jetzt haben wir hinten nur richtig Platz verschwendet. Da versuche ich mir... Kann man das nicht da draufstellen, so versetzt? Aber sowas hatten die, ne? Können wir jetzt halt nur die Kopfstützen da hinten so reinpacken. Aber wo, der Ofen sollte eigentlich in die Ecke. Ah, das ist alles Käse hier. Was ist das für ein Scheißraum, Alter? Ah! Weg! Was ist das für ein Loch? Das soll verschwinden, Mann. Kaufen kann ich es auch nicht. Drüber bauen geht nicht. Kann man einen Teppich drüber legen? Haus. Okay, der Teppich ist so groß, generell. Ah, die Suche ist echt besser geworden. Viel zu groß. Oder geht's einfach deswegen nicht, weil das Teil da wieder im Weg ist? Boden, Teppiche. So, warte mal. Hier haben wir doch jetzt die größere Auswahl, ne? Boah. Ich hätte ja gerne Sauna, aber wieso das da nicht hinpasst? Keine Ahnung, wir machen das alles im nächsten Part, Leute. Ich bin jetzt hier raus für heute, reg mich jetzt erstmal auf. Da kommt auch so eine Idee, Alter. Bitte, Hersteller. Jedenfalls, gib trotzdem einen Daumen nach oben. Wir kriegen das schon irgendwie eingerichtet. Und bis zum nächsten Part, haut drin. Bis dahin, tschüss.